Jo, liebe Leute, weiter geht's mit dem nächsten Rennen. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play von 2019 mit dem großen Preis von Deutschland, meinem persönlichen Heim Grand Prix. Nach dem eigentlich super Rennen in Großbritannien mit Platz 4 von Platz 9 aus und dem Fahrer des Tages darf es doch hier wieder mit einem guten Punktepolster weitergehen. Eventuell kriegen wir es tatsächlich hin, was die Fahrerwerbung betrifft, ein bisschen nach vorne zu gehen. Ich glaube, was die Teamwerbung betrifft, werden wir wahrscheinlich Maximum vierte Kraft sein. Ich glaube, Red Bull wird schwierig sein, die zu holen. Obwohl es im letzten Rennen, ja gut, Verstappen ist Dritter, glaube ich, geworden im letzten Rennen. Aber mal gucken, wie dieses Rennen hier läuft. Ich glaube, ohne die Gridstrafe hätten wir tatsächlich ein gutes Wildchen mit da vorne mitgeredet. Naja, wie dem auch sei. Wir gucken rein. Haben wir Nachrichten. Nachrichten ohne Ende. Zielupdate. Ah, brauchen wir nicht. Wir haben tatsächlich keine weiteren Fahrerwechsel. So. Was hältst du hiervon? Ich glaube, wir haben natürlich. Wir dürfen noch nicht weiter. Okay, dann. Gut, dann geht's weiter. Mit dem ersten Fall drin. Ich habe mir eben noch Setups aus dem Ding geholt. Ach, ich habe vergessen, das Wetter zu schauen, ne? Das war natürlich ein Fehler, aber naja, gucke ich gleich rein, wenn wir in der Garage sind. Heute sind wir beim Training in Hockenheim, der Heimat des deutschen Grand Prix. Das wird bestimmt ein besonderes Ereignis für viele Fahrer, die auf der Strecke nicht nur ihr Team, sondern auch das Publikum begeistern wollen. Und so sieht es aus, als würde es jeden Moment beginnen. Ein herzliches Willkommen an alle unsere Zuschauer und natürlich auch an Stefan Römer. Stefan, es steckt ja augenscheinlich eine Menge harter Arbeit in diesen Sessions. Da wird eine Menge simuliert, eine Menge nachgedacht. Ist das eigentlich alles nur lästige Routine? Oder haben die Fahrer trotzdem an so einem Training auch noch Spaß? So etwas wie Routine gibt es sicher nicht, wenn es um das Fahren eines Formel-1-Autos geht. 300 Kilometer in der Stunde auf der Geraden, 4G in den Kurven. Die Fahrer können die Kräfte, die auf ihre Körper wirken, gar nicht ignorieren. Das ist harte Knochenarbeit, Runde für Runde. Aber ich denke nicht, dass einer der momentanen Fahrer seinen Job als lästige Pflicht bezeichnen würde. Auch falls man mal einen schlechten Start ins Rennwochenende hinlegt. Wenn man konzentriert weiterarbeitet und die Ruhe bewahrt, bekommt man die Möglichkeit, das Ruder rumzureißen. So, da sind wir wieder. Wir gucken mal ins Wetter gerade kurz. Training 1, Training 2, Training 3, ja gut, könnte ein bisschen nass werden. Qualifying am Ende. Das Rennen, ja, es dürfte tatsächlich durchaus, doch, es könnte tatsächlich noch ein trockenes Wochenende werden. So, dann gehen wir mal aufs Setup. Wir haben nämlich unser Setup wieder drin. Ich muss mir tatsächlich unser eins aus dem Teil ziehen. Ich hoffe, dass das funktioniert soweit. So, und wir gehen auf die Strecke. Wir wollen ja wieder ein gutes Rennwochenende holen hier für Williams. In der realen Formel 1 vor einigen Wochen gab es ja hier einen ersten Punkt für das Williams-Team, weil fast alle Fahrer hier an dieser Ecke abgeflogen sind. Und by the way, ich habe beim Aufzählen in dem letzten Rennen habe ich Ungarn vergessen. Nächste Woche ist Ungarn nämlich dran. Und dann geht es weiter mit Belgien, Italien und dann gibt Singapur, irgendwann Russland, Japan. So, gucken wir mal. Damals bei dem Rennwochenende bin ich sogar vorbeigefahren in Hockenheim. Dann ging es mit meiner Freundin in die Schweiz. Das ist ja da nicht mehr so wirklich weit zur Grenze. Naja, gut, konzentrieren wir uns mal aufs nächste Rennwochenende hier auf ein gutes Rennergebnis. Vielleicht hier mit dem Heimsieg. Mein persönlicher Heimsieg.
Beside Romain Grosjean auf den schnellen Soft. Wir liegen sogar hinten, also auf den harten. Aber wir haben auch viel Zeit liegen lassen. Genau das meine ich. Wir haben auch viel Zeit liegen lassen. Die haben wir nämlich jetzt nochmal gerade gelassen, durch diese Rutscher. Die hatten werden auf jeden Fall keine Option sein. Die sind einfach viel zu schlecht, viel zu langsam. Aber das ist jetzt 1,3 Sekunden hinter dem Haas. Aber wie gesagt, klar. Gucken, was jetzt gleich die Zeit sagt. Gut, das sieht auch riesen Auslaufzone ist. Ich musste diesen. Muss den Winkel einschlagen. Oh, das ist bitter. Das ist. Uiuiuiuiuiui. Da muss ich eine Rückwende. Da bin ich gut abgeflogen. Aber das scheinen die. Ist die harte Reifenmischung. Keine Option, wie gesagt, für dieses für diesen Grand Prix. Mal gucken, ob wir zumindest den Grosjean abgefangen bekommen. Das wäre natürlich super. Aber wenn wir immer schön ins Gras gesegelt sind, an der Stelle, wo 2018 Vettel sein Auto weggeworfen hat. Nämlich jetzt die nächste Kurve hier. Schön vor der Mercedes-Tribüne. Schön sein Fett wegbekommen. Das war 2019, als Bottas abgeflogen ist an der Stelle. Hier passiert war. So, versuchen wir es nochmal. Leclerc versucht auch mit Soft zu fahren, ne? Seine Runden. So, jetzt kommen die Reifen aber auch auf Temperatur. Also drei Runden brauchen sie. Also für die Spitzposition wird es nicht reichen, aber zumindest den Haas da vorne wegzukriegen. Also ich dachte, wird keine Schmach, dass ich hinter einem Haas stehe. Den will ich zumindest schon packen. Das ist aber auch nicht mehr... weiter. Ich weiß nicht, wie weit der vor mir ist. P2 müsste mit der Aktion drin sein. Weil den Grosjean müsste ich mit der Zeit kriegen. Wobei ich glaube sogar mit der Zeit sogar Leclerc noch in Gefahr ist. Ne. Der hat nochmal eine Zeit rausgehauen mit einer 17.4. Die packen wir nicht. Zwischenzeitlich war irgendwie 0,6. Da hat sich noch einer reingemogelt. Wer hat sich denn da noch dazwischen gemogelt? Carlos Sainz mit einer Zeit. Wo hat denn der die Zeit ausgepackt? Wo hat denn die 16.9 eingelegt mit der. Also das hätte ich nicht gedacht, dass er so über eine 1,2 Sekunden vor uns in den McLaren. Also die McLaren schon. Ja gut, die fahren aber alle auf Soft und Mehl. Also fing der englische Grand Prix auch an. Ich glaube, ich Platz 6 oder 7. Also Gasly überraschte auf 1. Ja, die fahren alle Soft da vorne, ne? Das sind die 4 Soft-Piloten. Und dann haben wir aber einen ordentlichen Rückstand auf Bottas. Aber ich schrecke wahrscheinlich um einige Stellen. Das wird jetzt immer wieder. Deswegen sind wir auf 8 momentan auch nur. Ganz minimal wirklich vor Daniel Ricciardo, der in letzten Rennen
in Großbritannien keinen guten Eindruck gemacht hat. Letzter Platz war im Start. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Leclerc, Gasly und Lewis Hamilton. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. So. Naja, passt schon. Das war zumindest das erste freie Training. Zumindest das T1 an diesem Freitag. Und dann geht es jetzt gleich weiter mit dem Training Nummer 2. Gut, dann sind wir gleich, gehen wir gleich rauf die Strecke. Okay, let's talk about this track. T12 can catch you out if you aren't paying attention. This is the first corner of Sector 3, the fast right-hander that takes you into the stadium. You have to turn in nice and early here, taking plenty of inside curb. There should be plenty of grip if you get the line right, so try getting... So. Gut, dann geht's jetzt weiter gleich mit den mit der 2-3-Vermischung hier im freien Training. Und so kann man das auch wegwerfen. Und das hat auch so viel für dicke Schwung gekostet. Gott sei Dank ist das Auto nicht weiter beschädigt. Wahrscheinlich brauchen die eine Runde, um zumindest auf Temperatur zu kommen. Na gut, der erste Sektor ist violett, aber das ist jetzt nicht egal gerade. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal ansetzen. Den Schwung haben wir ziemlich verkackt. Also die Runde diesmal richtig kaputt. Alleine auch schon wieder dieses viel zu späte Rauskommen hier. 19-0, Lukas Weber auf Medium. Die Zeit werden wir nicht kriegen. Aktuell schon, sogar. Den Alpha schlagen wir gerade mal so auf Anhieb, aber das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist wirklich, die Top-Teams zu ärgern. Red Bull, Ferrari, vielleicht sogar Mercedes, irgendwie sowas in die Richtung zu gehen. Und die Alpha, die kriegen wir schon so irgendwie. Normalerweise. Jetzt 18-0. Nein. Eine Sekunde. Ach ja, der Hamilton. Man sollte nochmal feststellen. Reicht das für die Hamilton-Zeit? Thank you.
eher nicht. Aber Hamilton auch wieder auf Soft. Also die Top-Fahrer fahren momentan auf Soft. Die gönnen uns nicht, dass wir auf 1 stehen im Training. Mal gucken, wie das gleich im dritten freien Training ist. Kaputt der Flügel. Naja, egal. We've had to spend time repairing the damage to the car. Naja, wie dem auch sei. Ja, das wird schwierig werden. Vor allem, da fangen mit alle so. Die fangen alle mit den Softreifen, Mann. Die gehen alle aufs Qualifying-Tempo. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir noch einmal die drei Bestplatzierten. Leclerc, Hamilton und Max Verstappen. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. So, das war's T2, Platz 8 nur. Also wirklich gut sind wir nicht momentan. So. Gut, naja, schauen wir mal, was das dritte Freitraining gleich bringt. So. Gut. Dann gehen wir rein. Die nächste fliegende Runde. Das ist bestimmt wirklich eine gute Runde setzen. Also wie gesagt, alles was vorne auf uns war, gut auf Soft. Also nicht verwunderlich, dass wir ziemlich weit hin mit Platz 2 mal Platz 8 war. Auf jeden Fall nicht zu rechnen. Aber wie gesagt, so wenig Kinder in den Grand Prix ja auch los. Dann haben wir uns nochmal gesteigert. Platz 4 im Qualifying und dann ebenfalls Platz 4 im Rennen. Bzw. Platz 9. Also ich habe plötzlich diese 5 Plätze Gewinnstrafe, die wir durch den, durch den Getriebewechsel hatten. So.
Also. Ab 16.09 auf Medium. Jetzt haben wir das tatsächlich den Vorteil, dass wir mit den Softreifen vielleicht noch mal ein bisschen pushen können. Ich habe schon wieder vergessen. Ich vergesse es jedes Mal im Training. Frühzeitig auf Ding zu stellen, auf Standard zu stellen. 16.03. Wobei ich noch nicht mal sicher bin, dass wir eine Option für die Pole sind. Und jetzt ja, aber weil auch, ich mal Verstappen jetzt mal auf einer anderen Mischung fährt, nämlich auf Medium. Na ja, gucken wir mal. Vor uns ist es ein McLaren, das ist wahrscheinlich Norris oder Sainz, einer von beiden. Sainz ist es. Weil der Norris schon eine Runde hat. Ja, ist das Carlos Sainz. Hm, schon klar. By the way, Sektor 2 auch mal eben kurz noch eine schnelle Runde, also nachgezogen. Gute halbe Sekunde vor. Sainz momentan noch 16 fahrend. Schön Dirty Air hier von McLaren. Und damit ist die Runde eh gegessen. Durch den McLaren hier vor uns ist, verlieren wir eh Zeit. Der fährt aber auf den Harten. Ja, jetzt hier mal sie gegessen. So, zurück in die Garage, bye bye. So. So, da war's das. Ja, ich fahr die nicht. Hamilton vorne, auf der gleichen Mischung, 15.6. Gassi vorne 15.8 auf Soft. Naja, mal gucken, was das Rennen bringt. Weber als Überraschung auf 4. Das ist Norris auf 8 immerhin, schon auch vorne Sebastian Vettel. Dann ist es am Ende Platz 3. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Hamilton, Gasly und Richter. Leider müssen wir uns schon verabschieden. Das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Hülkenberg, Grosjean, Russell, Albon, allesamt auf dem Inters. Nach dem Regen, Bottas, gar keine Zeit. Also, wie gesagt. Naja.
So. Den nächsten Teil sehen wir uns dann in der nächsten Folge an bei Let's Play F1 2019. Dann geht's weiter morgen mit dem Qualifikationstraining. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss.